Wir sind hier im Hutewald Solling, der niedersächsischen Landesforsten, die zusammen mit dem Naturpark Solling-Vogler hier eine Fläche von 220 Hektar Wald beweiden. Wir haben neben den Heckrindern, Stückzahl ca. etwas über 40, hier zeitweilig 40 Exmo-Ponys laufen. Das Beweidungsprojekt mit den Ponys gibt es, um den natürlichen Charakter des Hutewaldes zu bewahren. Dazu gehören die großen Eichen. Ponys haben sich hier als geeignet erwiesen, weil sie mit den klimatischen Bedingungen hier zurechtkommen. Man hat zu Beginn des Projekts ausgewählt zwischen Konik, Puzewalski-Pferd und Exmo-Pony und ist auf das Exmo-Pony gekommen, weil die klimatischen Bedingungen hier eigentlich denen entsprechen, die Exmo-Ponys in Südengland haben, wo sie eigentlich herkommen. Und sie haben sich hier bewährt in dieser Ganzjahreshaltung. Sie kommen mit der Witterung hier zurecht, mit den Besuchern, die auch durch das Projektgebiet gehen können und sind, was das Zurückdrängen der Bucher angeht, hier ein ganz wichtiger Partner für dieses Projekt. Die Pferde leben im Herdenverband. Hengste, Stuten und auch die Nachzucht gemeinsam. Sie durchstreifen die großen Wälder. Ein aufregendes Leben.